Ja, moin moin meine Lieben und ein herzliches Willkommen. Wir machen wieder einen Abokampf, diesmal gegen den Bacardi, unser Turnierleiter, kann man ja so sagen, ne, von unserem tollen Turnier. Und wir haben zwar noch keinen regulären Kampf, wir haben jetzt einfach mal so einen Kampf gemacht oder machen jetzt nochmal einen Kampf und ich hoffe, mein Team nervt dich nicht so sehr, hoffe ich mal. Ganz dann hoffst du aber, dass es mich nervt. Nee. Ich habe eigentlich so, das ist jetzt so ein Team, was ich gedacht habe, nimm mal mit. Wir haben ja einfach gesagt, wir nehmen jeder darauf, worauf er Lust hat. Und ich habe gedacht, nimm mal mit. Und ich wollte auch was ausprobieren. Also von daher, ich habe zwar nicht im Team, aber ich wollte es mal ausprobieren. Also. Das trifft sich gut. Ich möchte nämlich auch zwei meiner Pokémon auch mal ausprobieren. Ja, siehst du, dann ist das ja, sehr, sehr gut. Und die vielleicht dann im richtigen Turnier benutzen werde, eventuell. Oh ja. Oh, mal gucken. Ich wusste, irgendwie, was ist mit diesem fucking rosa Rade im Moment? Ich sehe es so oft, ey. Ich hab das bis zum zweiten Mal jetzt, glaube ich. Ja gut, okay, finde ich scheiße. Sag ich jetzt gleich schon. Nö. So, jetzt ist die Frage, mit was leadest du denn? Mit was wohl? Was ist denn obvious? Ja, das genau, das ist obvious. Genau das ist obvious. Genau damit lead ich. Du kannst ja schon mal eins ausstreichen. Ja, dann werde ich auch mit irgendwas leaden, was du nicht rechnest oder womit du nicht rechnest. Nö. Ja, mal gucken. Jetzt ist ja immer die Frage, mit was leadet man? Und da habe ich auch mal ganz oft so das Problem. Denkst mal, na, leadet der so, leadet der nicht? Kann ziemlich entscheidend sein im Spiel. Ja, das ist meistens so. Ja gut, ich wäre soweit. Ja, ich muss jetzt gerade alle wieder zurücksetzen. Ich habe jetzt eine bessere Idee. Wir sind die erste Runde gleich setupen oder was? So, jetzt ist spaßig. Ja, Eve spielt gegen Bacardi. Ich glaube, ich klappe die erst gleich wieder zu, wenn ich den Lied sehe. So ein bisschen im Hintergrund hier. Peace. Ali ist es online, wer ist denn Ali? Ach, Sharani, genau. Sharani, ist das Sharani? Ja, genau. Ich hab's predicted. Echt? Ja, klar. Oh. Hallo. Klar predict ich sowas. Prediction are real. Really real. Ah, auch was denn da? Ja, das ist immer jetzt die Frage. Was könntest du gehen? Was, ne? Glück dich, dass du rausgehst, dass du drin bleibst. Dass du. Ja. Mach mal. Wenn du drin bleibst. Machen wir irgendwas. Ja, was mach ich wohl? Los, Dick 3! Gigasauger. Nö. Nö. So, und jetzt, glaube ich, jetzt machst du gleich Klick. Klick. Ja, was kommt jetzt? Jetzt machst du gleich Klick. Alter, ich habe 4000 Eier eigentlich ausgerootet. Yes. Nice. Das ist kacke, dass ich nicht austauschen darf. Ich habe, ja, siehste, ausweglos. Nice. Wow. Na gut, damit kann ich leben. Tschüss, Dick Dreh. Ist überlebt. Ja, aber klar, ist überlebt. 7 KP. Dick Dreh, ja. Nice, Dick Dreh. Es ist ein Tier, ganz einfach. Es ist ein Tier. Das ist ein richtiges Tier. Es sind sogar drei Tiere. Ja, es sind drei. Ich muss ja noch einen richtig coolen Namen finden. Ich weiß immer noch nicht. Ich wollte es erst Trick und Track nennen, aber es ist so obvious und. Das ist auch obvious. Rudolf mit der blauen Nase. Viscogon! Nein! Vergiftetes Viscogon ist kein gutes Viscogon. Doch. Ja, mal gucken. Doch. Ein Viscogon ist auch ein gutes Viscogon. Ist auch ein gutes Pokémon. Es ist ein gutes Pokémon. Viscogon ist richtig geil. Was? Ist einfach so vielseitig, das finde ich geil. Ja, ich mag das, aber ich finde, es sieht nicht so. Also, als für einen Drachen sieht es komplett verkehrt aus. Also, als Drache erwartest du jetzt nicht so ein Schleimding, ne? Ich finde die Idee zwar cool, aber das erwartest du nicht. Und er trifft! Feuersturm! Yes! Yes, dieses Drexy, komm, stirb! Stirb! Ich hätte auf Synthese gehen. Nein! Ich hätte auf Synthese gehen. Nö, nächste reicht. Nächste reicht. Wenn sie trifft, ne? Die trifft. Ganz einfach, die trifft. Die trifft. Definitiv. Kann man auch so überlegen. Drückst du Synthese oder? Was?
Aber noch so überlegt. Drückst du Synthese, drückst du nicht. Aber die reicht. Die reicht. Ich hab dir gerade, du hast gerade mehr Life und ich hab dich über die Hälfte gezogen. Auch mit der Recovery kriegst du das nicht hin. Und wenn sie trifft, ist es weg. Definitiv. Und du kannst mich auf jeden Fall nicht damit K.O. hauen. Brauche ich meinen Hutsesser noch? Ja, ich finde Hutsesser immer gut. Wenn du es mit Lebekraft spielst, hast du es ja wieder voll, ne? Ich riskiere mal was. Oh mein Gott, nein! Hoffentlich stürzt nicht, weil ich möchte es unbedingt mal testen. Was denn? Das? Ja. Ciao, schau. Oh. Lehmbrühe! Yes! Bye-bye! Flambabia! Ich wollte es ciao. Testen. Ciao! Aber guck mal, sowas sagen wir hier jetzt nicht, ne? Also du Wichser finde ich jetzt nicht nett. Nö. Nö. Muss sein. Das ist gerechtfertigt. Das ist nicht gerecht? Du hast mein Dicktree angegriffen. Mein fucking Dicktree! Du hast den Feuer. Okay. Finde ich nicht gut. Ist nicht gut, ne? Nö, finde ich richtig, richtig kacke gerade. Mal gucken, auf was ich gehe. Ja, ich weiß schon, auf was du gehst. Aber ich glaube, ein Eisstrahl ist immer gut. Dadurch kann man doch mal was freezen. Ja, dann freeze was. Es ist ein Megalad hier. Nö, Alter. Genau dieses allergleiche Megalad hat im Turnier 5 Kills gegeben. Ja, kannst wegen mir auch, willst du hier aber nicht machen. Definitiv nicht bei mir. Na, mal gucken. Nein, wird's nicht. Der Tag wird es definitiv nicht, nö. Das definitiv gefällt mir nicht so gut. Hallo, mal im Ernst. Das wird es nicht. Ganz klar, nö. Da kommt nämlich meine Kollege. Ente! Was ist, wenn ich die Kraft oder selber Kampf drauf spiele? Ja, die will ich gerne mal sehen. Willst du sehen? Ich würde einfach. Ja, die will ich gerne mal sehen. Spiel mal Kraftreserve Kampf drauf. Mach mal. Komm, überrasch mich. Überrasch mich, los! Ich glaube nicht, dass die Kampfreserve Kraft spielst. Die Kraftreserve Kampf, wow. So, erstmal was trinken. Die Kampfreserve? Das ist ja mal ein Krampf, mit dir zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass du die spielst. Ich bin da mir sogar ziemlich sicher. Ja? Ja, und wenn du die spielst, mach mal. Guckst, was das passiert und da weiß es. Bade. So. Ja. Ich hoffe einfach mal, es geht genauso gut wie gegen Sharon. Dann würde ich richtig feiern. Spinarino, oh Gott. Der Rune. Wollte fast drin bleiben. Gott sei Dank bin ich raus. Freeze! Ah, schade. Das wäre zu geil gewesen. Das wäre jetzt echt cool gewesen, wenn ich jetzt den Freeze gekriegt hätte. Bitte geh nicht darauf, wo ich jetzt denke, du gehst darauf. Auf was denn? Steinbuddha! Los! Auf was hast du denn gedacht? Auf was ich gehe? Hab ich ein bisschen gedacht, ehrlich gesagt. Nö. Das ist okay. Das ist okay, mein Steinbuddha. Du kannst es verkraften. Oh. Ja, was machst du jetzt? Was kann Steinbuddha gegen dich machen? Steinbuddha kann dich einpuddern. Ja. Steine. Steinbuddha, nein! Das finde ich nicht so toll. Ja, ich find's gut. Ich find's gut. Ah, der Ding hat einfach keine Initiative, der bringt einfach mit Gyroball nichts. Ja, genau deswegen. Ich find immer, das ist mit der beste Counter. Weiß, was ich mach. Und du bist sogar noch schneller, ne? Das ist so gut, ey. Dieser Gyroball kannst du so in die Tonne kloppen. Ich hab ein negatives Wesen drauf. Ich hab nicht mal negatives Wesen. Doch, ich hab auch ein negatives Wesen. Doch. Ich hab, das ist zwar physisch, aber es ist auch speziell gespielt bei mir. Also ich spiele es komplett speziell, damit ich auf eine hohe Spezialverteidigung komme. Und physisch hat es ja eh voll viel, von daher ist es egal. Nur und mal gucken. Gucken, was er jetzt macht. Gucken, was ein Pyrobel macht. Einfach mal. Gar nichts. Ich will es einfach mal wissen. Gar nichts. Quit, pass auf. Oh ja. Wow. Erdbeben! Real Damage.
Das Schlimme ist, wow. Mein Beulenhemd tickt nicht mal. Nö, ich mag das jetzt schon wieder nicht mehr. Ich finde Foster Care cool, aber es ist einfach so fucky bulking. Naja. Es ist einfach. Es ist scheiße. Einfach scheiße. Ich hoffe mal, dass in unserem Turnier das keine mitnimmt. Oder zumindest wenige. Ich habe es auf jeden Fall bei mir auch im Tour teilweise einfach. Es erfüllt seinen Job einfach sehr, sehr gut. Und das muss man immer da mit hinlösen. Ich habe heute noch was Besseres gefunden. Also Besseres, aber was. Ich habe eine gute Alternative gefunden. Ja, was denn? Aber das werde ich noch nicht preisgeben, weil. Nö! So. Schutzschild? Am Schutzschild, ja. Und ich habe gedacht, du wechselst aus. Nein. Sehr schön. Ende stallen. Schön runter. Ja, mach das. Mal gucken, ob du das Ende stallen kannst. Oh ja. Gucken. Glaub ich nämlich nicht, aber sehen wir ja jetzt. Ja, mal gucken, ne? Ja, vielleicht habe ich ja Glück und. Das Double vielleicht funktioniert. Ja, ich wollte den Double Protect. Jo, nö. Alter. Es macht so viel gut, kein Damage. Sag bitte nicht, du trägst den Beulenhelm. Doch, hab ich doch vorhin gesagt. Ich hab nicht zugehört. Ich hab mal wieder nicht zugehört. Oh mein Gott. Ich glaube echt, dass ich die hier sterben lassen muss. Steinbruder. Wieso? Boah. Alter, es ergibt schon mieser Schaden. Ich bin zwar ein bisschen am Arsch, aber ich mach safe. Ein bisschen safe machen, geh nicht ne? auf das Schutzschild. Auf Toxi. Ja? Ich weiß, geh nicht. Natürlich geh auf das Schutzschild, war doch obvious. War obvious und deswegen bist du auf Gyroball gegangen. Und es schlägt viel. So, bye bye, Forstaker. Feuersturm trifft? Ja, Feuersturm trifft und dann ist es weg. Da hab ich bestimmt was zum Reinwechseln. Nein, hast du nicht. Gar nichts. Ja, da. Nennt. Ich sehe es kommen, es trifft nicht. Komm, es trifft nicht. Komm. Es trifft. Alter! Nö. Draco, da kommt der Draco. Alter, nö. Okay. Nein. Nö. Das finde ich jetzt voll ätzend. Ich bin jetzt nur bis jetzt am Scheiß-Toxin gestorben. Ich glaub's ja wohl nicht. Ist jetzt nicht in Ernst. Ja, habe ich predicted. War zu obvious. Na, passt ja. Spielst du es mit Belieberkraft? Ich wusste es. Was denn sonst? Feuersturm! Nein! Yes! Oh Gott, kein Böse. Nice! Also wenn ich noch hier drauf im Schutzschild spielen würde. Ja, wenn. Aber dann. Oh, ja, 2 KP! Nice! Nice! Ja! Hammer! Ich find's gut. Das gibt's nicht. 2 KP! Richtig gut! Und jetzt wechselt er schon wieder aus. Ja, ich brauch einen Hut also noch. Was ich nicht brauche, ist mein Spinaruni. Kann eigentlich. Ja, raus. Scheißdreck. Ganz ehrlich, nö. Ich glaube, das geht down. Nee. Nee. Knapp. Ja, okay, oh, knapp. Gott sei Dank. Ich wollte erst für Feuersturm gedacht, ja, gehst jetzt auch jetzt schön für Feuersturm. Dachte ich aber, nee, den Hutzesser würde er noch gebrauchen. Und dann wirst du wahrscheinlich auf Latios wechseln, weil ein Feuersturm tankt das Teil ganz gut. Ich hab zu viel Angst von Eichstrahl, deswegen. Nee, Eichstrahl hab ich gar nicht drauf. Machst du nicht drauf? Nö, hab ich nicht drauf. Weiße. Hab ich nicht, nicht drauf. Aber da kommt mein Turtok. Und da kommt mein coolen Namen. Oh nein. Ich seh grad, ich hab. Naja. Du wirst es vielleicht gleich sehen. Du lachst schon so, irgendwas heißt das jetzt. Oh ja, das heißt doch was. Ey, passt, ich hab richtig, passt. Ja? Ich hab richtig. Egal, erstmal raus, ja. Ich glaube nicht, dass du rausgehst. Ne? Ja. Ja, ich wollte, weil es obvious war und dann dachte ich, ja, prediktest, dass er prediktet, dass du rauswechselst. Ich dachte, ich hab noch Donner drauf wegen Regenteam, aber. Turbo Dreher! Oh wow. 8 Damage, so. Nicht 6 Damage.
Ja, ich wollte die Steine weg haben, aber dafür Turtak. Das tankst du, Turtak. Doch, das tankt. Hallo, Turtak tankt das. Ja! Turtak! Ja! Ja! So, jetzt ist die Frage: Reicht das aus? Reicht das jetzt wirklich aus? Nee, es reicht nicht aus. Doch. Was sagt da, was nicht ausreicht? Reicht niemals aus. Doch, das reicht aus. Das kannst du machen. Das reicht aus. Das reicht aus. Nein, das reicht nicht aus. Nein, das reicht doch nicht. Doch. Wenn es ausreicht, dann klar ich mein DS zu. Okay. Nee, mach ich nicht. Ja. Können wir mal gucken. Ich glaube, dass es ausreicht. Ich glaube, dass es ausreicht. Ich kann es eh nicht mehr gebrauchen, von daher. Oh, das wäre jetzt so schön gewesen, so die Verwirrung noch so von der Aqua-Welle, ne? Ich muss auf. Schön die Hex noch mitgenommen. Ich hab schon läuft genug Hex gegen Schluss gehabt. Alter, nö. Noch nicht spoilern, wie es ausgegangen ist. Auf jeden Fall. Was? Ja. Schaut's euch an, einfach. Schaut's euch an. Auf Schluss-Kanal. Ja. Mein leider nicht. Bei mir kommen ja in der richtigen Season Videos. Los, Loki! Erstmal Loki. Loki, 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 Loki. Hm. Auf was wechselst du jetzt? Auf gar nichts. Das reicht aber. Klar reicht's. Nein! Ich bin physisch defensiv. Physisch defensiv ins Face. Physisch defensiv ins Face. Ich hab's gar nicht. Und Schutzschild drauf, sehe ich gerade. Und Schutzschild. Nein. Warum? Wie Schutzschild drauf? Ich hab jetzt gedacht, dass das ausreicht. So, das hätte. Oh, scheiß Loki. Nö. Hallo, Steinbuddha. War so obvious, dass du für den zweiten gehst. Was so richtig obvious, aber klar eigentlich. Ja, aber ich wollte meinen Steinbuddha jetzt rausschmeißen, weil ich kann's echt nicht mehr gebrauchen. Aber ich überlebe ja noch eine Runde, von daher mal gucken. Tja. Was würdest du sagen, wenn ich es auch auswechseln würde? Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, glaube ich nicht. Na, mal gucken. Heatwave, die tanke ich. Nein, schade. Schade. Ja, der hat gemattert. Hat ganz klar. Nee. Doch. Nee, das gefällt dir auch noch besiegt. Ich habe nur zwei Pokémon. Meine Ente. Boah, ich hasse Porygons. Ich hasse. Und jetzt bitte. Ja! Nein. Das hasse einfach. So, jetzt setze ich hier mal zum Sweep an. Und ich sehe schon den fetten Eisstrahl incoming. Ja, ich sehe auch. Sweep. Also eine Ente hat dich gesweept. Nice. Tank ich. Tankst du, ich will einfach Damage irgendwie dich auch. Nein! Oh nö. Oh Gott, ich habe nichts gegen den scheiß Wicht dabei. Tank ich aber auch. Nein. Ich gar nicht, oh bekommen, nein. Bitte. Ach nö. Hauptsache noch Damage drauf, irgendwie. Nö. Das ist doch jetzt. Oh nein, das ist. Nö. Nö. Ja, das ist. Sag jetzt nichts Falsches. Sag es ist nichts. Sag bloß nichts Falsches. Oh nö, kriegst du das auch noch. Das ist. Es ist ungerecht. Hallo, Roserade. Kampfreserve. Kampfreserve, Kraftreserve, Kampf. Ja. Kampf. Lass sie mal die Kampfreserve, Kampf sehen. Läuft. Das ist gar wirklich eine Kraftreserve dabei, was ist denn das? Ja. Also, ich habe meistens das Problem, dass es immer Unlicht ist bei mir oder so ein Scheiß. Weil ich einfach immer so auf voll züchte und Zauberblatt ist immer ein Crit, ne? Müsste ausreichen, auch ohne Crit. Ich hab Techniker drauf. Okay. Ach ja, dann wird das verstärkt, ne? Ja. So. Loki. Jetzt ist die Frage. Ist die Frage, ob ich gelockt bin? Ja. Nee, du hast live auf. Du hast gelived auf und das ist. Ja. Ich hab mal gegen Domi gekämpft und er hat wirklich gedacht, dass ich auf irgendwas gelockt bin, obwohl ich Live-Op-Schaden bekommen habe. Ja, auch ziemlich geil. Also wenn man da nicht achtet drauf, ne, dann ist man, ja. Ich will nicht sagen selber dem, aber das kann man schon ein bisschen erkennen, ne, also. Er hätte gedacht, ich bin mit meinem Blitzer auf.
Auf Donald ist gelockt, er wächst sein Gleisscore an, ich mach gerade weiß, toll was. Es ist die Frage, ich weiß nicht, ob ich die Kraus nehmen kann. Ich würde echt gerne wissen, was für eine Kraftliter ist. Ja. Egal. Egal. Bacardi wechselt aus. Ja, eigentlich ist es Schwachsinn, ich möchte was testen. Ich möchte wissen, was das für eine Kraftreserve ist. So, bye bye, Hutsasa. Ich möchte jetzt unbedingt was testen. Ist in Ordnung. Und es reicht auch. Es reicht auch. Ja, gib mir das. Der Zug, gib mir das. Alter, jetzt kommt wieder hier mein ganzes Licht. Warte mal, ich mache mir ein bisschen hier die Jalousien runter, dann kann man das gleich wieder senden. Das Blenden. Ja, hier, jetzt verschwindet diese Blende. Die Sonne kommt endlich mal raus, ne? Endlich kommt meine Sonne hier mal raus. Ich wusste es, dieses Drecksvieh, ne? Möchtest du was? Weißt du, was jetzt mein Problem ist? Was? Ich bin gelockt. Ich bin gelockt. Ich kann nicht. Ich könnte auf Knirscher gehen und das Scheißvieh rausnehmen, ne? Aber nein, ich muss für einen Feuerzahn gehen. Hol doch ein Erdbeben. Das reicht definitiv. Ja, wahrscheinlich nicht komplett, aber im zweiten Hit auf jeden Fall. Das wollte ich noch testen, wie viel Damage es macht. Problem einfach, ich bin ja da nicht schneller. Wenn ich jetzt nochmal auswechseln könnte, auf den Knirscher gehen könnte wieder, würde ich dich rausnehmen. Ja. Nö. Nö. Und das ist vielleicht der Grund, warum ich vielleicht auch beim nächsten Turnier Mega Latios eventuell doch nicht nehme. Weil es ist eigentlich nur Sweepen da. Es kann sonst nicht wirklich viel, weil zum Tank hat zu viele Schwächen. Ja. Und ich finde, für Sweepen gibt es andere. Ja, yeah, zum Beispiel gibt's andere. Mit Ding spielen könnte, mit Bands oder irgendwas. Ja. Aber ja, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig bei Latios. Ja, hast gut gespielt auf jeden Fall. War gut gespielt mit dem Latios, finde ich gut, dass du das spielst. Und auch das Toxin, das haben wir eigentlich richtig zugesetzt. 3 Pokémon mit Toxin. Oder 2 Pokémon halt mit Toxin, das ist. Ja. Hat auch schon gegen Serani funktioniert. Aber auch gegen Serani ist das Toxin gespielt, weil niemand rechnet einfach mit dem Toxin-Schutzschild vor Stalker. Ich habe dafür keinen. Ja, weil es einfach dieses Standard-Set ist, was jeder nimmt. Und du spielst dann zum Beispiel auch mit meinem Dicktree oder so, wenn ich das mal sehe. Wenn es klappt, dann kann ich durchsweepen eigentlich relativ. Wenn der Lead predicted wird, dass ich halt nicht mit Dicktree leade oder hab da dann, sag ich mal, ein Roserado oder sowas auch immer da stehen, dann geht das eigentlich. Ne? Aber ich würde sagen, Didi, hast gut gespielt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Kommi da und bleibt auf dem Laufenden mit der Liga auf jeden Fall. Schaut da auch nochmal die anderen Kämpfe an. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei Bacardi, dass der dabei war. Ganz herzlich. Ich bedanke mich, dass er dabei sein durfte. Ja, du wirst wahrscheinlich ab und zu mal da wieder dazukommen, bestimmt. Ja, von mir aus gern. Vielleicht machen wir mal solche besonderen Kämpfe oder so mit speziellen Regeln. Genau. Wo ich gewinne. Ohne Mega Latios. Ne? Und wenn euch, wie gesagt, das Video gefallen hat, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ich mein, ciao, Leute. Ich meine, wir beide was davon, ne? Genau, deswegen. Tschüss.